Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem interaktiven Konzert hier an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Antonio und ich, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und sind dem Hospital zum Heiligen Geist dafür sehr dankbar, die dieses Konzert nämlich in Kooperation mit der Hochschule hier stattfinden lassen. Wir haben heute ein sehr kurzweiliges Programm aus drei verschiedenen Stücken für Sie vorbereitet und werden versuchen, Sie im Laufe des Konzertes ein bisschen durch die Stücke zu führen und dabei auch besonders darauf einzugehen, was uns mit dieser Musik so sehr verbindet. Wir werden anfangen mit der Sonate für Violine und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart in E-Moll, die insofern einen besonderen Stellenwert hat unter seinen Sonaten, da sie die einzige Sonate ist, die er jemals in einer Molltonart für Violine geschrieben hat. Er schrieb diese Sonate, als seine Mutter starb und verarbeitete also in dieser Sonate all seine Trauer und seinen Schmerz. Und das hört man in der Sonate gleich von Anfang an. Bevor ich lange rede, wir freuen uns sehr, heute eine Möglichkeit haben zu spielen. Hier in der Corona-Zeit, wo das nicht so oft stattfindet. Daher viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Das nächste Stück ist die Sarabande aus der D-Moll Partita von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach hat 6 Werke für Violine Solo geschrieben, 3 Sonaten und 3 Partiten. Und die Sarabande stammt aus der zweiten Partita in D-Moll. Die Musik Bachs ist für alle Geiger seit jeher totales Standardrepertoire. Bei vielen Wettbewerben oder auch Aufnahmeprüfungen werden Sätze aus diesen 6 Werken gefragt. Und mich begleitet die Musik Bachs sozusagen auch schon mein ganzes Leben lang. Was seit 3 Jahren noch dazugekommen ist und was ich irgendwie immer total faszinierend immer wieder finde, ist, dass ich durch private Sponsoren auf einer Geige spielen darf, auf der selbst auch Bach gespielt hat. Also es war nicht die gleiche Geige, aber Bach hat eine Geige vom gleichen Geigenbauer quasi gespielt. Und alleine die Vorstellung, dass er diese Stücke geschrieben hat und dann vielleicht zwischendurch auch selbst, er hat ja auch selbst Geige gespielt und zwischendurch dann auch selbst ausprobiert hat, wie seine Stücke klingen und dabei vielleicht einen ähnlichen Sound gemacht hat, das ist für mich immer wieder absolut faszinierend. Viel Vergnügen mit der Sarabande. Das nächste Stück, dafür brauche ich den Antonio wieder, ist eigentlich gar nicht für Violine und Klavier geschrieben, sondern für Violine und Gesang. Und ist das Beaussoir von Claude Debussy in einer Bearbeitung von Heifetz.
sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Antonio und ich, wir freuen uns gleich auf das anschließende Gespräch. Wir würden uns sehr freuen, auch von Ihren letzten Monaten vielleicht zu erfahren und freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch. Bis gleich!